Hallo und willkommen beim Bookreeks. Heute bauen wir, ne, wieder mal was von Moleking aus ihrer Novatown-Serie, ihr Corner Post Office. 16010 ist die Setnummer, 4004 Teile. Leider ist auch dieses hier wieder auf den Mock zurückzuführen. Ich denke, es wurde leicht abgeändert, das macht Moleking wenigstens meistens und nicht ganz, naja, und oft nicht zum Besseren. Wir werden sehen, wie es hier ist. Ich wollte auf jeden Fall mal eins bauen, habe das schon vor langer Zeit bestellt und war jetzt irgendwie 3 Wochen verschollen und plötzlich kam es dann doch noch. Deswegen, normal bin ich bei Moleking immer recht flott dabei, aber das hier, da bin ich jetzt sicher einer der Letzten, obwohl ich nicht groß geguckt habe, ob das schon jemand vorgestellt hat. Anleitung sieht gut aus und übersichtlich. Das scheint keine Probleme zu bereiten. Was haben wir hier noch drauf? Oh, ich hätte jetzt erwartet, dass wir die anderen Modules noch haben. Ich meine, es war fast klar, dass sie nach den Mocks auch die Modulars für sich entdecken. Ich hatte es ja schon vor einem halben, dreiviertel Jahr gesagt, dass da welche kommen. Und jetzt kommen echt viele. Wir haben Gott sei Dank eine Bauschrittsortierung von 1 bis 10. Dann haben wir noch zwei Sondertypen, eine mit Platten und Haken, Handschellen. Sicher irgendwo zur Dekoration. Und die Beleuchtung. Da bin ich mal gespannt drauf. Qualität und Verlegetechnik und Helligkeit. Bin ich echt gespannt drauf. Ja, ihr habt jetzt sicher erwartet, ihr könnt den zweiten Teil vom Sembo Andi Sport 8 gucken. Ne, ich wollte jetzt erst doch wenigstens mit dem hier anfangen. Geliefert wird eine grüne Baseplate. Die ist von guter Qualität. Also Moleking hat gute Baseplates. Da kann man nichts sagen. Da kann man drauf bauen. Die ist, wenn man sie in die Hand nimmt, merkt man erstmal keinen großen Unterschied zu Lego. Bei denen schon. Auf denen ich baue, die sind ein kleines bisschen stabiler, sind aber nicht dicker und wölben sich auch gar nicht auf. Oder wenn dann nur, ich habe es einmal gehabt, ansonsten sind die zu empfehlen, 2 Euro oder 2,50 Euro, vielleicht jetzt 3 Euro mit den gestiegenen Luftfrachtkosten. Aber die sind gut. Ich baue alles auf Light Bluish Gray, deswegen kommt die hier dann irgendwann zu Ehren, ein Park zu werden. Oder irgendwas anderes. Gut, ich hoffe, wir haben Spaß. Bauabschnitt 1 ging flott, wie zu erwarten, war es hauptsächlich das Fliesen und die Abgrenzung fürs Haus, Eckhaus, wie ihr seht. Link hatte ich im ersten Take vergessen zu sagen, zum Set wie immer unten in der Beschreibung und natürlich auch zur Originalanleitung. Wer es sich leisten kann, bitte holt sich die Schweinearbeit. Nicht das Haus zu machen, das auch, aber die Anleitung. Also, fragt mal den Thorsten. Liebe Grüße an dich, Thorsten, mit seiner Burg. Also eine Anleitung zu machen. Häuser, 2 Tage. Dann habt das Gröbste durch. Dann sind es nur noch Kleinigkeiten. Aber dann die Anleitung zu machen, das ist wirklich das Thema. Qualität ist gut, absolut gar kein Problem. Anleitung ist super. Wir haben leider für eine Zeitung einen Sticker. Moleking, ich glaube, ich hatte von Moleking. Hatte ich schon mal bedruckte Teile von Moleking? Ich bin mir nicht sicher. Aber das haben sie hier mit Aufklebern gelöst. Wir sehen auch nachher die Briefe und der Computer, also Standardzeug. Vielleicht hat ja jemand von euch sowas noch liegen, dann kann er gleich die bedruckten von Lego nehmen. Ansonsten haben wir Light Bluish Gray, Dark Bluish Gray und Light Blue oder wie auch immer die Farbe. Hier ist absolut okay. Das ist der Teil, den ich wirklich wahnsinnig gern mache. Grundmauern. Moleking hat leider hier bei dem Set nicht die Steine, die auf beiden Seiten gemauert sind. Und ich habe es jetzt mal immer so reingesetzt wie in der Anleitung. Also, dass hier die Mauer nach außen ist, hier aber nach innen. Genauso hier und hier. Ich mag es jetzt mehr, wenn es beidseitig die Mauer Maserung drauf ist, dann ist es scheißegal. Höchstens jemand macht natürlich absichtlich die andere Seite als Motiv. Das hatte ich auch schon beim Brickative House. Ich gehe es auch gleich an den Computer und gucke, wer das designt hat im nächsten Take, sage ich euch das.
Schon gut was weggebaut vom Abschnitt 2. Die Wand hier relativ unspektakulär. Spaltmaße von den Steinen sind nicht besonders gut hier von dem 1er. Ich denke, wenn ich ihn drehen würde, wäre es ein bisschen besser. Aber da man das später eh nicht sieht, ist jetzt halb so schlimm. Was natürlich wieder, hier ist eine Tür, das ist ein Eckhaus. Warum ist da eine Tür? Und es ist ja als Eckhaus auch, ne? Also, ja, auch konzipiert vom Designer. Ich habe auch kurz geguckt, ja, kurz Mühe gemacht, wo sind wir hier, auf Repricable. Bricks and Tiles heißt der junge Mann. 2018 hat er es rausgebracht und sein Entwurf hat sogar 340 Teile mehr. Also da hat Mold King wahrscheinlich im Innenraum was eingespart oder irgendwo größere Steine. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wenn ich es behalte, hole ich mir wahrscheinlich die Originalanleitung, wenn es gut ist. Auch haben wir hinten raus Fenster, gut, das geht ja noch. Hier nutzt er die Bautechnik für kaputte Wand, was das hier wohl auch darstellen soll. Was clever ist, ist die Setzung von dem hier, weil der eine Dachslope-basierte Brücke dann hier oben stützt in der Wand. Das ist clever gemacht. Innen drin haben wir noch ein paar Briefe beklebt, sehr zur Freude. Und hier, das sieht schön aus, ist aber auch ätzend, weil das sind 12 Klammern aufeinander. Also gut, ich werde es noch 36 mal oder 35 mal aufeinander stecken müssen auf jeden Fall. Aber gut gemacht, schöne Nutzung vom Raum. Hier eine Bautechnik für eine Säule, die ich so noch nicht gesehen habe mit den Klammern und dem Bar drin. Das ist immer schön, wenn man was sieht, was man noch nicht gesehen hat. Weil Häuser habe ich doch jetzt schon echt einige weggebaut. So, der dicken Tür, also die zwei Breite, kamen jetzt noch zwei schön gebaute Schränke. Allerdings, seht ihr das? Das ist so, die sind sicher zugekauft. Das ist alles aus einer Tüte. Die Form hat Mold King nicht. Und das sind zugekaufte Handschellen. Allerdings in so einem total milchigen, ich habe den Snickers irgendwo hinterm Schrank gefunden, Farbton. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist, aber ich beiß halt mal neu. Dazu eine Theke, die auch relativ dick und stabil ist. Allerdings, wer findet den Fehler? Ha? Wer findet den Fehler? Wer ist der Erste? Wer ist der Erste? Gut, der Ignotz. Gut erkannt. Der Spuckschutz ist nicht hoch genug. Ne? Also, das muss man Minimum. So sieht es auf meiner Post aus im Moment. So. Das trifft jetzt schon eher die Realität. Unsere neue Nach-Corona-Realität. Ist ein schöner Terminus, oder? Aber mittlerweile, ich mache einmal am Tag das Radio an, 10 Minuten Deutschlandfunk, bin informiert, danach sein lassen. Man wird nur verrückt. Auch YouTube. Also, guck nur noch gezielt. Hm? Zack, fertig, aus. Ansonsten wäre ich verrückt. Gut. Bauabschnitt 2 ist auch erledigt und das Ding macht wirklich Spaß. Ich bin echt überrascht. Ich habe es mir nicht besonders angeguckt, gar nichts. Ich habe nur gedacht, okay, bestellst du eins und da mir die anderen nicht gefallen haben oder dass hier das auf den Bildern wenig, ne, das Chanel und das andere hat auch viel zu grelle Farben, der Hutladen oder was das sein soll. Und dann ja, habe ich mir das hier geholt. Und bin dann doch echt überrascht. Das hier ist ein schöner Schalterraum. Wie es wahrscheinlich in vielen Jugendstilgebäuden in deutschen Städten für die Post so gibt. Farben, alles okay. Nichts übertrieben. Alles wunderbar. Ich meine, beige, sandgrün, schwarz,
grau, helles Blau, dezentes Blau, alles gut. Die Fassade hier ist wirklich witzig gemacht, weil hier, das hier hat keinen Kontakt und hier oben auch nicht. Und trotzdem hell's. Das ist schöne Bautechnik. Und es ist schlicht und schön, oder? Das sieht doch irgendwie aus wie ein Eingang zu Strenés oder irgendein Douglas oder sowas in einer Fußgängerzone. Also bis jetzt bin ich echt positiv überrascht. Wir sind ungefähr in der Hälfte von der 3. Und wie ihr seht, der erste größere Erfolg. Abschluss des ersten OK teilweise. Was richtig cool ist, ist die Idee, die Fliesung, die jedes Modular hat, oder die meisten, hier dann auch mit der Treppe, dass es perfekt gerade die Stufe gibt. Super durchdacht. Also diese Wand hier, schade, dass man so später nicht mehr sieht, aber die ist auch nicht sehr durchdacht. Das sieht auch, finde ich, schon cool aus. Schlicht, aber passend. Die schöne Front hat man ja schon da. Jetzt ziehen wir sie natürlich auch hier für den Haupteingang der Post nach oben. Hier muss natürlich noch der Sticker drauf für den Brief. Nur ich weiß nicht mehr, ob ich einen Stickerbogen hin habe. Der ist so klein. Verloren. Aber ich habe sicherlich im Keller richtige Fliesen. Also die original bedruckt. Ne? Hinten der Raum ist fertig. Ich muss sagen, das Erdgeschoss, nicht viel drin. Ne? Großer Lagerraum. Aber passend gemacht. Ein schöner Thekenraum. Oder ja, ist das schön, der Kundenraum mit Sitzmöglichkeiten. Der Eingang ist super schlicht, die Fassade aber schön. Eine der schönsten Kombinationen für Häuser finde ich in der Lego-Welt. Helles Teer und Schwarz. Und hier mit dem Sandgrün, echt Bombe. Die Türen und die Fenster sind nicht milchig und für chinesische Verhältnisse nicht verkratzt. Also ganz leichte Kratzer drin. Aber das wäre auch bei Lego so, wenn es im selben Beutel ist. Bei den Windschutzscheiben von den Autos packt Smolking in eine Extratüte. Das haben sie jetzt hier nicht gemacht. Wer sich wundert, dass er im Bauabschnitt 2 die grünen Zapfen da hinten nicht findet. Im Bauabschnitt 3 war bei mir eine Tüte ohne 3, also eine für alle geltende Tüte. Das ist bei Moldking immer so, wenn die Tüten keinen Aufdruck haben, sind sie meistens für alle. Da stehen dann die Teile drin, die sie entweder zugekauft haben oder nachträglich gepackt haben. Zugekauft, da kommen wir jetzt zu einer Sache. Das ist der Löwenkopf, der jetzt hier drauf kommt, um die Lücke da zu schließen. Sieht auch sicherlich cool aus. Ich finde diese Löwenköpfe super. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob es im Licht seht ihr es. Der hier ist deutlich dunkler. Also da haben sie auch wieder von jemandem gekauft, der Teer nicht kann. Gott sei Dank hat der Onkel das hier im Keller liegen. So, keine Kommentare, warum sagst du jetzt Onkel, das macht der Frankfurter. Entschuldigung, ist mir rausgerutscht. Also, wenn ihr euch das Set kauft, weil bis jetzt kann ich es euch nur empfehlen, aber wir werden sehen, und ihr wolltet den passenden, die gibt es auch bei AliExpress, da sind sie noch billiger, der eine Händler, sein Teer ist auch Teer, aber bestellt euch einfach 2, 3, 4, 5 oder so, die kann man immer brauchen. Bei Lego, dann wisst ihr, also bei Bricklink, dann wisst ihr, dass es stimmt. Bauabschnitt 3 ist fertig. Wir haben noch eine Bank gebaut. Vollkommen benoppt. Sieht man selten. Typische Laterne, kleines Bäumchen, Briefkasten. Und hier oben drüber an 4 Stellen ist nochmal eine zweite Lage Fliesen gekommen. Ich denke, die ist dann für Balkone oder irgend sowas vom oberen Stockwerk. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hier die Ecke ist zu und er fügt sich schön ein, der Löwenkopf. Also die ersten 3 Bauabschnitte jetzt waren wirklich schön. Schönes Gebäude, nicht zu fancy, schöne Bautechniken drin für den Desk oder halt auch die Schränke.
Auch das hier ist schön gemacht. Es ist alles tipptopp, also Bricks and Tiles für den ersten Stock. Pures Lob. Wie wir alle wissen, folgt auf die Fliesung der obersten Noppen der Bau des Bodens vom nächsten Stockwerk oder die Decke vom unteren, je nachdem wie man sieht. Straight, nichts Besonderes, hält alles gut, Platten sind gerade, lassen sich gut aufeinander drücken. Alles wunderbar. Und dann, ja, jetzt kommt, warum viele und auch ich am Anfang erstmal gedacht haben, hole ich mir das oder hole ich mir das nicht, die Farbgebung. Aber jetzt warten wir mal, bis es fertig ist. Da das Gelb vielleicht ja sogar dann nur hier verbaut ist und vorne ja weiter beige, tja, ist es ja gar nicht so schlimm. Hier kommt gleich ein Gemälde hin und bin mal gespannt, ob das ein Zimmer bleibt und Balkon oder ob da noch was dazu kommt. Oh, Abschnitt 4 ist auch erledigt. Und wir haben das Interieur. Treppe zum nächsten Stockwerk, schlichtes Geländer, schlichte braune Treppe, nicht gefliest, Raum nicht gefliest. Zwei Vorhänge, Pflanze, Erker. Vier Stühle fürs Atelier, Malkurs hier, schönes Stillleben, was die Schüler hier porträtieren sollen, was das sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es jemand von euch. Soll das vielleicht irgendein Tier darstellen, was sie nachmalen sollen oder irgendein Kunstobjekt, ich weiß es nicht. Der Erker von außen, der Kerker. Die sind nicht milchig, das ist halt, weil sie die Einser durch die Lichtbrechung von der Kante natürlich immer ein bisschen milchig aussehen, aber es eigentlich gar nicht mehr so sind. Die Milchgläser sind aber leicht milchig. Das kommt aber wahrscheinlich auch durch den Effekt der Lichtbrechung in der Biegung, weil am... Seht ihr das kleine Zwischenstück zwischen Griff und Kelch? Da ist klar, das ist dasselbe Material. Also es muss an der Lichtbrechung liegen. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, mutig wie ich bin. Man möge mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Hälfte vom Bauabschnitt 5. Nicht wundern, der kracht, das ist Karnickel, das will raus. Das ist gewohnt, dass er nicht Lego baut, dass er raus darf in der Zeit. Und ich befreie sie gleich. So, wir haben die Front weiter gebaut. Das ist dasselbe Stil wie hier. Da wird es auch noch dieselben Verkleidungen drankommen wie hier. Dann dem Balkoneingang. Da haben wir die 45 Grad Tür wie beim Assembly Square Stadtleben. Der Tisch, ja nicht wundern, der ist nur an einer Modified 2x2 Fliese. Deswegen steht der schnell schräg. Ich weiß nicht, ob ich es vorher gesagt habe. Erkennt ihr, was hier nicht stimmt? Mindestabstand. Die sitzen genau nebeneinander. Das ist kein 1,50 Meter. Unten kein Spuckschutz und hier kein Mindestabstand. Das Ding gehört geschlossen. Seuchenbunker. Bauabschnitt 5 ist erledigt. Und es sind noch diese... Das sind vier Stück, die man baut, die Umrandungen, die dann auf die Studs an der Seite gesteckt werden. Ist viermal genau dasselbe. Unser Balkon wurde eingerahmt, hier schön mit Teint und dem schönen Sandgrün. Das ist okay. Das ist okay. Und die Seite ist im Endeffekt gleich wie die andere. Hälfte rum und... Zwei Stockwerke von drei schon gebaut. Insofern super. Video ist hiermit auch zu Ende, der erste Teil. Im zweiten Teil baue ich es dann fertig und im dritten gibt es dann das finale Review. Kurzes Fazit.
Wie immer gute Steinequalität von Mold King, da gibt es nichts zu meckern. Auch die transparent Transclear Steine, soweit alles in Ordnung, nicht ganz fehlerfrei, aber in Ordnung. Ich glaube, ein Stein hatte wieder ganz leicht farbliche Einschließung. Das hat Mold King leider in letzter Zeit öfters. Das liegt aber natürlich an GoBricks. Ich denke einfach, dass die überfordert sind, GoBricks, dass sie zu schnell produzieren mittlerweile, weil sie ja Steine für Mold King machen, für Senbo, für die Kuhl, für Rael, für Leia, für Shigao. Also die machen ja mittlerweile für die Hälfte der chinesischen Firmen die Steine. Und die sind wahrscheinlich einfach nicht gesund und schnell genug gewachsen. Deswegen haben wir da in letzter Zeit immer mal wieder Qualitätsprobleme. Ansonsten finde ich, muss ich sagen, das Gebäude sieht wesentlich besser aus als auf den Bildern. Das Gelb-Orange ist lange nicht so störend, wie ich es gedacht hätte. Und so dominant. Also das Gebäude ist viel besser, als ich es erwartet habe. Und ich muss sagen, es ist auch sehr, sehr gut designt. Also Bricks and Tiles, ja. Das hast du sehr gut gemacht. Das ist ein schön designtes Gebäude. Schlicht, schön, gute Bauweisen, alles schön miteinander verschrägt und verzahnt. Hier ist nichts wappelig, hier ist nichts lapperig. Also tolles Produkt, von hinten bis vorne habe ich nichts Negatives zu sagen. Wem das schon reicht, könnt ihr es euch holen. Ich glaube auch nicht, dass das Gebäude jetzt auf der im zweiten Teil des Set hier nochmal loost. Es kann höchstens sein, dass man nicht wissen, wie die LED-Beleuchtung reingeht, dass man die dann frei Schnauze bauen muss. Aber von der Qualität und vom Design von dem Gebäude, denke ich, kann man das problemlos kaufen, wenn man es denn vom Design her mag. Ich denke, hier kriegt man ein gutes Produkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut bei Teil 2 wieder rein, wenn wir das Ding hier fertig klöppeln. Habt eine gute Zeit. Ich bin der Frank. Bis dann. Bye, bye.